Ja, hallo, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid zu einer neuen Sendung von OrgaTV. Wir haben auch heute wieder einige sehr spannende Beiträge für euch und schön, dass ihr da seid. Ja. Soll ich dir mal was verraten? Was denn? Ich habe morgen ein Blind Date. Nein, doch. Ein Blind Date? Ja. Was? Mit wem? Wo? Was macht ihr? Ja, nicht so, wie du dir das jetzt vorstellst, okay, sondern im Unikino. Das ist jeden Donnerstag Blind Date. Ja. Das heißt, es kommt ein Film, man weiß nicht, welcher kommt. Und der Eintritt ist auch kostenlos, also jeden Donnerstag um 20 Uhr, da gehe ich morgen mal hin. Bin ich gespannt, was kommt. Es gab schon so einen kleinen Spoiler, ich habe schon so eine Ahnung, aber... Willst du es verraten oder willst du die anderen unwissend lassen? Nein, ich lasse alle unwissend. Alles aber klar. Aber es war nicht so schwer zu erkennen. Okay, und in diesem Unikino, das ist ja auch immer dienstags. Genau. Und zwar, dienstags ist aber schon mit Programm, das heißt, die Filme, die sind bekannt. Da kostet ein Ticket 2,50 Euro. Ihr könnt auch so eine Fünferkarte nehmen für 10 Euro. Dann ist halt die fünfte Show ist dann halt schon umsonst. Ne? Das fünfte Ticket gibt es dann umsonst. Einlass ist dienstags um 18.45 Uhr. Film beginnt um 19 Uhr. Dann haben wir für euch mal die unserer Meinung nach besten Filme rausgesucht, was jetzt so in den nächsten Tagen kommt. Und zwar am 7.6. läuft Star Wars Teil 7, aber auf Englisch, also OV-Version. Und aber das ist bestimmt trotzdem gut. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und am 5.7. kommt Revenant. Das ist ja mein Liebling. Da haben wir heute schon hitzige Diskussionen gehabt. Ja, da gab es schon hitzige Diskussionen. Ob der gut war oder nicht. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber am 19.7. kommt Deadpool. Auch auf Englisch. Cool. Finde ich auf Englisch natürlich viel, viel besser als auf Deutsch, weil die Witze, die Jokes, die kommen einfach viel besser rüber. Ja. Auf jeden Fall sollte man hingehen. Ist sehenswert, die ganzen Filme. Und auch ein bisschen relativ günstig eigentlich im Vergleich zum normalen Kino. Ja, 2,50 Euro. Und man kann vorne auch, das ist dienstags immer, Popcorn kaufen. Cool. Und so, also richtiges Kinofilm. Ah, ist übrigens im Audimax, haben wir gar nicht gesagt. Ja, genau, stimmt. Im Audimax, im B41-Gebäude ist das, gell? Genau, unser Gebäude. Genau, unser Gebäude. Ja. Wir kennen den Namen nicht, oh Gott. Ja, genau. Audimax. Und letzte Woche hatten wir ja auch euch schon angekündigt, dass wir diese Woche auch wieder Besuch bekommen. Wie ihr seht, ist hier auch schon der Tisch wirklich schön geschmückt und der Hintergrund sehr schön geschmückt. Damit ihr auch mal vielleicht eine Idee davon bekommt, wer da jetzt gleich bei uns ist, kommt jetzt ein kleines Video dazu. Hello, my name is Charlie and these are my angels. This is Elena, the athletic ace. Isabel, the strategic mastermind. And Chrissy, the creative genius. These girls are just waiting for a new adventure. They are highly motivated to go out and explore, to beat any obstacle, and are ready to test their limits in order to accomplish their goals as a team. My angels can make it, and they are ready for the trip of their lives. They just need their wings to fly. Ja, das war das Vorstellungsvideo. Jetzt sind die Damen hier bei uns. Ja. Schön, dass ihr gekommen seid. Wollt ihr euch erstmal vorstellen? Und wir haben ja im Vorstellungsvideo eine andere Dame gesehen. Was ist denn da passiert? Hallo, schön, dass wir da sein können. Ich bin Isabel, wie man schon im Video gesehen hat. Und wir drei studieren zusammen hier im Master BWL. Genau. Hallo, ich bin die Chrissy. Und ich bin die Hanna. Ja, wie ihr schon gesehen habt, war eigentlich noch ein anderes Mädchen dabei bei unserem Team Charlie's Angels. Leider ist der Elena was dazwischen gekommen von der Uni, deswegen konnte sie leider nicht teilnehmen. Aber wir hatten Glück und Hanna ist glücklicherweise eingesprungen und hat dann unser Team komplettiert. Genau. Cool. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, damit zu machen? Vor 2 Jahren hatte ich schon mal die Idee mit Freundin, hat es dann aber nicht geklappt.
Und da mein Freund hier in Saarbrücken Student Brand Manager von Red Bull ist, hat er nochmal aufmerksam auf die Aktion gemacht. Und ja, dann habe ich mit zwei Freundinnen geschnappt und wir haben ein Team gebildet. Und so kam Charlie's Angels zustande. Und wie haben Freunde und Familie darauf reagiert? Waren die erst begeistert oder haben die gesagt, nee, mach das nicht? Nö, eigentlich waren alle, glaube ich, relativ schnell begeistert. Natürlich kamen viele verwunderte Fragen, was es genau mit sich auf sich hat. Aber uns war auch nicht sofort alles klar. Es hat sich dann so im Prozess ergeben und wir haben viel erfahren. Und bei euch, wie haben die Familie und Freunde da reagiert? Auch so locker? Ja, total. Also ich meine, meine Eltern, ich muss das zugeben, die haben das nicht so ganz kapiert, worum es eigentlich geht. Aber die waren nachher auf Feuer und Flamme und haben dann mitgefiebert und fanden das total toll. Ja, super cool. Und wie kam sie auf den Namen Charlie's Angels? Ach, das war eigentlich einfach eine gute Idee, würde ich mal sagen. So drei Powerfrauen, die auf eine Mission gehen, um was Tolles zu erleben, Abenteuer zu erleben. Ich denke, das hat ganz gut gepasst und dann konnten wir auch eine ganz gute Story daraus bilden. Klar, ne? Mit Waffen und dass ihr alle fertig macht. Ihr habt uns ja ein Video mitgebracht, wo so ein paar Einblicke in eure Tour und so gab. Und das Video würden wir euch gerne mal zeigen, damit ihr seht, was die Damen so Spannendes erlebt haben. Hey guys, this is Team Charlie's Angels. Just crossed the starting line in Barcelona. We're two and a half girls, and we're the Paris. Can we make it on time tonight to Zaragoza? We can make it! Hey guys, this is Team Over the Rainbow. We made it to Pamplona tonight at 2 in the morning and we're camping in the street. The others are in the van, Big Bertha, that's what we call it. Hi, this is Team Charlie's Angels. We're at the gas station right now. We will take Big Bertha to San Sebastian. Now we're trying to get more food for Red Bull camps in here. We just got food in exchange for some Red Bull. So we're just having some nice picnic here. We are in Clermont-Ferrand right now and it's a challenge, but yeah, we messed up and we were pretty disappointed, but yeah, it's not always about winning. So we met some locals. An adventure, and yeah. It should be fun. Fun. Yeah. Wait, woo! Salut! Bon. Merci beaucoup! Wir haben gerade einfach den Manager
von dem Hotel kennengelernt. Auf der Straße. Wow. Das sah ja auf jeden Fall so super interessant aus und super spannend, als hättet ihr sehr viel Spaß gehabt dabei. Wie genau war das denn jetzt mit dieser Aktion und was ging es dabei genau? Das war quasi ein Abenteuer, das von Red Bull ins Leben gerufen wurde. Es haben insgesamt 165 Teams teilgenommen, immer 3 Studenten pro Team aus, ich glaube, über 50 Ländern. Also kamen aus Brasilien, Japan, auch viele aus Europa. Genau, und es gab 5 Startpunkte in Europa. Wir sind aus Barcelona gestartet. Red Bull hat uns dann quasi dorthin verfrachtet. Die anderen Startpunkte waren Edinburgh, Berlin, Florenz und ich glaube Prag noch. Ja. Ziel war Paris. Es ging allerdings nicht darum, wer quasi als erstes in Paris ankommt, sondern wer ja, möglichst viel erlebt unterwegs. Der Haken bei der Sache war, dass Red Bull unsere Handys eingesackt hat. Die sind hier reingekommen, genauso wie unsere Geldbeutel, Kreditkarten, Bargeld und so weiter. Wir haben ein Handy von Red Bull bekommen. Da hatten wir allerdings nur eine App drauf, die wir benutzen durften. Also ja, wir konnten nicht einfach mal googeln oder mal zu Hause anrufen oder so, ging nicht. Ja, und dann ging es los. Wir hatten dann, gab dann so ein Punktesystem, wo es 3 Kategorien gab, so kann man das glaube ich nennen. Eine Kategorie waren die Checkpoints. Es gab 45 Checkpoints in Europa in 45 Städten. Die sieht man hier auch auf der Karte. Die einzige Anforderung im Prinzip war es, dass man zumindest 6 von diesen Checkpoints hingeht. Welche durfte man dann frei wählen? Also es gab hier zum Beispiel in Spanien ein paar, gab aber auch welche oben in Schweden. Für die, die in Edinburgh gestartet sind, waren welche in England und so weiter. Genau, und pro Checkpoint gab es Punkte. Dann hatten wir noch so eine kleine Adventure-List, da war dann sowas drauf wie tausche Red Bull gegen eine Nacht im 5-Sterne-Hotel oder solche Geschichten. Und dann gab es noch Social Points. Genau, vielleicht wollt ihr jetzt noch hören, wie wir zu den Checkpoints sind. Ja, also wie war denn eure Route? Also ihr seid in Barcelona gestartet und wo ging es dann hin? Wo seid ihr alles rumgekommen? Genau, das war ja so, wir wussten ja vorher auch gar nicht, wo die Checkpoints überhaupt sein werden. Wir haben erst kurz vor Start diese Karte bekommen und eben das Handy, wo wir alles eingetauscht haben und hatten dann ein paar Stunden Zeit, unsere Route zu planen. Und dann wurde uns relativ schnell klar, von Barcelona aus gibt es nur so 2 Möglichkeiten. Entweder hier über Südfrankreich oder eben Madrid oder Saragossa, Pamplona, so diese Route, für die wir uns dann auch entschieden haben. Genau. Und wir sind dann gestartet in Barcelona und dachten natürlich,
wie wäre es denn nach Madrid, weil hier gibt es ziemlich viele Punkte dafür. Das war aber leider unmöglich, weil ja, die Bahnen und Züge, das war nicht möglich, dort Tickets zu bekommen. Da musste man erst durch so eine Sicherheitsbarriere, wo man auch erst Tickets kaufen musste dafür. Und ich weiß nicht, wie viel hat ein Ticket gekostet? Viel. Nicht mit Red Bull bezahlbar. ja, genau. Aber dann haben wir es geschafft mit zwei anderen Teams zusammen, dass wir einen Van bekommen haben von der Firma Enterprise, so ja. Minivan, 9-Sitzer. Und dann sind wir mit denen auf Tour gegangen und haben dann direkt auch noch zwei Checkpoints geschafft. Genau. Möchtest du mal ein bisschen weiter erzählen? Genau, also wir sind dann nachts noch in Pamplona angekommen, nachdem wir den Checkpoint in Zaragoza gemacht haben. Dort haben wir dann eine Nacht auf der Straße in unserem Zelt, das wir Gott sei Dank mitgenommen haben, verbracht. Es ging aber, ich meine, wir waren in Spanien und jetzt nicht mitten im Winter, aber trotzdem relativ kalt. Und am nächsten Tag durften wir dann sogar noch das Auto bis San Sebastian behalten. Und sind dann mit einem halbstündigen Regionalzug nach Frankreich rüber, wo wir dann die erste Tramp-Erfahrung hatten. Und es war sofort eine gute, weil uns eine ältere Dame netterweise mitgenommen hat und dann auch sofort gesagt hat, Mädels, wenn ihr Lust habt, könnt ihr heute Nacht bei mir schlafen, ich bekoche euch. Die Familie war super nett. Und am nächsten Tag haben sie uns dann direkt bei der Autobahn wieder rausgelassen, weil wir am nächsten Tag dann nach Bordeaux wollten. Genau, da standen wir erstmal eine Zeit lang im Regen, an der Stelle, wo wir abgesetzt wurden, haben dann aber jemanden gefunden, der uns nach Bordeaux mitgenommen hat, der sogar netterweise in Bordeaux sogar dann quasi zugestimmt hat, dass er uns noch nach Clermont-Ferrand fahren kann zum nächsten Checkpoint, sprich der gute Herr hat gewartet, bis wir unseren Wein gestampft hatten. Das hat man eben auch im Video gesehen und hat uns dann noch weiter mitgenommen nach Clermont-Ferrand. Da haben wir dann auch an dem Tag die Challenge noch zumindest versucht zu bestehen. Das war dann, ja, haben wir leider nicht geschafft, sagen wir es mal so. Aber wir haben uns nicht die Laune vermiesen lassen, hatten noch einen lustigen Abend dort, waren mit zwei anderen Teams noch unterwegs abends in der Bar mit dem Red Bull-Team noch. Und haben dann tatsächlich auch jemanden gefunden, der uns alle neun bei sich im Wohnzimmer hat auf dem Boden schlafen lassen. Okay. Nachts um 2 Uhr. Naja, wie man alles in der Bar trifft. Genau, und am nächsten Tag haben wir dann versucht, aus Clermont-Ferrand wieder rauszukommen. Haben es zuerst mit der Bahn probiert, mit dem Bus, also Fernbus versucht zu bekommen. Haben auch versucht, was zu essen zu bekommen, aber leider wollte es kein Bäcker ein altes Baguette geben oder sowas, nichts. da war die Stimmung schon so ein bisschen am Boden an dem Morgen. Aber wir sind dann mit, ich glaube, insgesamt 5 oder 6 verschiedenen Mitfahrgelegenheiten irgendwann in Genf angekommen. Genau. Magst du weiter? Ja. Ja, in Genf angekommen war es auch schon relativ spät. Der Checkpoint hatte schon geschlossen. Das war immer so, dass die Öffnungszeiten hatten, eben auch, wo wir eigentlich einhalten mussten. Dann war das schon zu. Wir waren so hungrig und müde und an jedem Checkpoint gab es dann immer so kleine Snacks und Getränke und wir haben uns schon gefreut, endlich was zu essen zu bekommen. Es gab immer irgendwas Landestypisches. In der Schweiz gab es dann so Raclette zum Beispiel und ja, dort angekommen, dann gab es gerade noch 3 Kartoffeln und ein Brötchen, das wir dann schwesterlich geteilt haben. Und haben dann gedacht, wir müssten uns was zum Schlafen suchen und wo gibt es mehr 5-Sterne-Hotels als in Genf? Deswegen haben wir beschlossen, wir machen uns auf die Suche nach einem 5-Sterne-Hotel und versuchen das mit dieser Challenge von der Adventure List. Dann haben wir mal in den Spiegel geschaut und haben gesehen, dass wir auch aussehen wie die Penner. Haben uns dann überlegt, wir frischen uns noch etwas auf, dann legen uns eine kleine Marketingstrategie zurecht und haben dann die Hotels abgestiefelt und haben gefragt, ob sie uns nicht ein 5-Sterne-Hotelzimmer geben wollen für eine Nacht im Tausch gegen Red Bull. Am Anfang waren wir noch guter Dinge. Das erste Hotel, die haben dann gesagt, ja, könnten wir vielleicht machen. Allerdings, es ist 9 Uhr abends, es ist Wochenende. Sie sind jetzt auch nicht wirklich darauf angewiesen. Die müssen das auch mit dem Marketing absprechen. Allerdings war dann auch kein Manager mehr im Haus. Dann haben sie gesagt, vielleicht, wenn ihr morgen nochmal kommt, dann könnten wir mit denen sprechen. Aber dann haben wir auch gesagt, es müsste für heute sein. Wir sind weitergezogen, dann ging die Enttäuschung weiter. Dann hat manchmal schon der Portier gesagt, Red Bull, nee, braucht ihr gar nicht erst versuchen. Es waren schon ein paar Teams vor euch da, weil Genf eben auch so ein Punkt war, wo von 2 Startpunkten die Teams aufeinander getroffen sind. Und dann haben das eben schon einige versucht. Und dann wollten wir schon aufgeben. Wir hatten so
vier, fünf schon durch. Ja. Mhm. Haben dann gesagt, na gut, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir ein Hostel finden. Sind dann gelaufen und haben dann noch ein Hotel gesehen, so an der Ecke, und dachten, ach kommt, das probieren wir jetzt noch. Sind reingelaufen, hatten auch ein nettes Gespräch mit der Dame von der Rezeption. Die hat auch gesagt, es tut ihr sehr leid, aber sie kann uns leider nicht helfen, das ist nicht möglich. Mhm. Und ja, wir sind dann rausgelaufen. Der Portier hat uns dann auch nochmal gefragt, was ist denn, ich sehe schon die ganze Zeit so viele Teams mit so Rucksäcken, was ist denn da eigentlich los, was macht ihr denn, das ist ja nicht so üblich. Dann haben wir eben so ein bisschen unsere Geschichte erzählt, haben dann schon gesehen, dass da so ein älterer Herr ein bisschen weiter weg stand, auch stehen geblieben ist und uns angeschaut hat, der uns dann auch angesprochen hatte, nachdem wir uns vom Portier verabschiedet haben. Und er fragte dann eben auch, Mädels, was macht ihr denn hier mit eurem schweren Gepäck? Und Izzy, die ja auch so toll Französisch spricht, hat dann mit ihm geredet, hat ihm erklärt, was wir machen. Wir hatten auch diese Challenge überhaupt nicht erwähnt, sondern einfach nur, worum es geht, weil, ja, was für Abenteuer wir schon so ein bisschen erlebt haben. Und er war total begeistert und meinte dann, ja, und jetzt seid ihr auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und gesagt, ja, aber wir schauen mal, da hinten sind es vielleicht noch so ein paar Hostels, da schauen wir dann mal. Dann meinte er, ja, wartet mal kurz, vielleicht kann ich da was für euch machen. Und er ist reingelaufen und der Portier kam total aufgeregt zu uns gerannt und hat gemeint, Mädels, ihr seid die glücklichsten Mädchen der Welt, ihr habt gerade den Besitzer des Hotels getroffen. Nein! Ja, und es war einfach Schicksal, ich weiß nicht, Zufall, aber wir haben uns total gefreut. Er kam raus, er hat gesagt, ich möchte euch einladen, meine Gäste zu sein. Room Service, Frühstück am nächsten Morgen. Man muss ja für so eine Reise auch gestärkt sein, deswegen seid ihr heute meine Gäste und das war super. Oh, krass, richtig cool. Und wie war die Nacht? Oh, sehr schön. Ja. Kann man jedem empfehlen. Ich glaube, das wird uns immer in Erinnerung bleiben, weil so schnell sind wir wahrscheinlich als arme Studenten nicht wieder im Fünf-Sterne-Hotel. Wir haben dann natürlich auch alle Vorzüge des Fünf-Sterne-Hotels ausgekostet. Wir haben den Room-Service noch bekommen. Wir haben das schöne Bett. Wir haben auch dann gesagt, ach, dann nehmen wir uns mal die Zeit, schlafen ein bisschen länger, frühstücken ganz in Ruhe. Wir wussten eigentlich, dass der Checkpoint, glaube ich, schon um 10 aufmacht. Aber wir haben uns erst um 10 Uhr zum Frühstück verabredet, weil der Manager dann auch nochmal vorbeikam und nochmal Hallo gesagt hat und dann irgendwie schöne Weiterfahrt oder Reise eher. Genau, und dann ging es weiter, dann haben wir den Checkpoint gemacht, war auch wieder nett, wir mussten einfach Schokolade probieren, also Pralinenverkostung. auch die Challenges waren auch immer typisch für die Stadt und hat eigentlich auch immer richtig Spaß gemacht. Ja, und dann hatten wir dann überlegt, okay, gehen wir jetzt nach Chamonix oder nach Lauterbrunn weiter? Ich weiß nicht, die Mädels können es vielleicht mal zeigen. Es war natürlich auch immer die Frage, zeitlich, wie schaffen wir es jetzt, wohin als nächstes zu fahren? Und dann haben wir uns einfach für Lauterbrunn entschieden, weil da schon andere Teams, die auch an dem Checkpoint in Genf waren, uns gesagt haben, geht dahin, es ist so wunderschön dort. Und dort ist auch schon alles in Anführungsstrichen organisiert von Red Bull, weil die natürlich nicht verantworten kann, dass wir in den Bergen dann da einfach auf der Straße schlafen. Ja, und dann hatten wir auch wieder keine direkte Verbindung. Wir haben dann nochmal Zug probiert. Zug war nicht unsere Stärke, außer ganz am Schluss. Aber wir hatten dafür sehr viel Glück beim Trampen und sind da gut durchgekommen. Hatten wieder super nette Leute an dem Tag gefunden, die uns mitgenommen haben, etappenweise. Und so haben wir es dann abends noch vor Schließung des Checkpoints nach Lauterbrunn geschafft und haben dann auch noch Alpenhorn gespielt und hatten dann auch wieder eine nette Nacht mit anderen Teams. Das war auch cool an den Checkpoints, dass man da einfach wieder andere Teams getroffen hat, noch andere Leute kennengelernt hat. Ja, genau. Genau. In Lauterbrunn ja, haben wir erstmal den Abend genossen. Wir haben schönes Abendessen gehabt und haben uns auch noch schöne Mützen ertauscht. Eine sieht man hier vorne. Weil man konnte dort lustigerweise alles mit Red Bull kaufen. Das hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre die offizielle Währung in dem Ort Red Bull. Genau, am nächsten Morgen haben wir uns überlegt, okay, wie geht's weiter? Da haben wir uns dazu entschieden, nach Basel weiterzukommen. Haben aber gleich gesagt, ja, es ist so schön, Lauterbrunn. Wir machen uns da noch einen netten Tag, machen keinen Stress. Das ist so ein kleines Tal und es gibt, ich glaube, 72 Wasserfälle, die so von den Felswänden kommen, also total idyllisch. Wir wollten dann so ein bisschen durch Dörfli laufen und haben aber schon mal ein Schild mitgenommen, wo dann drauf stand Basel, damit schon jeder weiß, wo wir hinwollen. Hatten wieder total Glück, keine 5 Minuten gelaufen. Kam der Nächste und hat gesagt, ja, wollt ihr noch Basel? Ich fahre heute Nachmittag. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass der
gute Mann ein Basejumper ist. Und der hat dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, noch mit ihm zu gehen. Er wollte noch einen Exit, also einen Sprung machen an dem Tag. Da haben wir gedacht, boah, haben wir noch nie gemacht. Sagen wir mal ja. Natürlich nicht selbst springen, aber mitgehen und zuschauen, wie er das macht. Dann haben wir brav Red Bull gegen das Ticket für die Gondel getauscht, sind hoch auf den Berg, wo noch Schnee lag. Und haben dann noch einen Wingsuit-Flieger, also Wingsuit-Springer, wie auch immer man das nennt, getroffen. Und sehr interessante Gespräche gehabt. Also das war schon so ein Highlight für uns. Haben die beiden begleitet, wie sie sich ins Leere gestürzt haben. Und ja, danach. Haben sie es überlebt? Ja, also den Amerikaner, den Wingsuit. Ja, der nein. Ja, den Amerikaner haben wir ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Und der kam auch nicht, zumindest nicht dort an, wo der unser Fahrer ankam. Okay. Aber da der diesen Wingsuit hatte, haben wir einfach mal angenommen, dass der noch ein bisschen geflogen ist. ist also, besser, wenn ja. wir annehmen, dass er tot ist. Ne? Wir haben keinen Heli gehört, also ich glaube, es war alles gut. Der sah auch aus, als wüsste er da was. Was er macht. Ja. Genau, und dann sind wir abends in Basel angekommen. Ja, genau. Willst du nochmal weiter? Oder? Okay. Den Checkpoint haben wir dem Abend nicht mehr machen können, war schon zu spät. Aber wir haben dann das am nächsten Morgen sofort gemacht. Und hatten dann überlegt, okay, probieren wir es jetzt noch ein letztes Mal, irgendwie ein Flugzeug zu erwischen. War das auch einer der Adventure Points, oder ja, da auf der Checkliste gewesen, ja, wofür wir viele Punkte bekommen haben. Aber das hat leider nicht geklappt. Aber da haben wir dann ganz schnell mal den TGV genommen und waren sogar noch schneller in Paris. Ja, das war auch ganz entspannt. Wir haben ein türkisches Team getroffen und die meinten, ach Mädel, steigt einfach mit uns ein, das wird schon klappen. Und dann hatten wir echt auch eine ganz unkomplizierte, sehr, sehr entspannte Fahrt. Natürlich war es auch super interessant, immer im Auto mitzufahren, die Leute beim Trampen kennenzulernen. Aber natürlich, man ist dann eigentlich auch oft erschöpft und man muss natürlich dann auch die Leute wie bei Mitfahrgelegenheit auch ein bisschen unterhalten. Aber wir hatten auf jeden Fall super Erfahrungen beim Trampen und super, super nette Leute kennengelernt, die uns sehr viel geholfen haben. Die wollten uns am liebsten auch schon immer Geld geben und noch essen und so. Und wir, nee, wir dürfen kein Geld annehmen, aber vielen Dank. ja, also da hatten wir echt viel Glück und viel Spaß. Und dann waren wir in Paris. Das war der letzte Abend. Nachdem wir, vielleicht der Verrückteste, das stimmt, wir hatten ja auch schon alle Checkpoints, das Einzige, was wir hätten machen können, wären dann noch ein paar Adventures, das haben wir dann auch erstmal sofort gemacht, haben den Sonnenuntergang beim Montmartre gefilmt und hatten dann eigentlich gedacht, naja, nachdem wir jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel geschafft haben, dann kriegen wir jetzt auch ganz einfach eine Unterkunft in Paris. War nicht so. Wir haben ein paar Hostels angefragt, ein paar 3-Sterne-Hotels, aber da ging gar nichts mehr. Und dann war so die große Frage, wo bleiben wir heute Nacht? Und dann sind wir irgendwann in Irish Pub oben bei Montmartre gegangen und haben da so ein bisschen mit dem Kellner gequatscht und ihn gefragt, so, dürfen wir mal ins Internet? Und dann kamen wir mit ihm ins Gespräch. Und er meinte so, Mädels, heute Nacht schlaft ihr immer bei mir. Ich habe 5 jüngere Schwestern sogar. Er will nicht, dass wir in Paris auf der Straße schlafen. Viel zu gefährlich. Und dann hatten wir noch einen super lustigen Abend. Ja. Das klang auf jeden Fall. Einen super lustigen Abend und noch einen spannenderen Morgen. Also wir haben es dann auch erst irgendwann um 6 oder um 5 ins Bett geschafft. haben dann eine Stunde geschlafen, die hat sich aber angefühlt wie 5 Stunden. Wir waren dann total entspannt morgens. Die Jungs haben uns noch auf einen Kaffee eingeladen und haben mir auch gesagt, jetzt sind wir in Paris, jetzt schauen wir uns noch ein bisschen was an. Haben dann noch ein paar Sachen von der Adventure List gemacht und sind dann ganz entspannt ins Ziel eingelaufen sozusagen. Und, gefallen, ja. Gell? Habe ich gesehen. Genau. Also natürlich hätten wir noch viel, viel mehr Punkte sammeln können, aber irgendwann in der Reise haben wir auch gesagt, nee, wir genießen das jetzt einfach, wir stressen uns nicht ab und machen noch einen Checkpoint, sondern wir gucken einfach, dass wir ja, gute Erinnerungen machen. Und ihr habt bei jedem Stopp dann, wie man sieht, so, genau. Kann man das wir mal zeigen? Wir hatten hier auch so ein Passport, den wir überall, den wir bekommen haben. Und bei jedem Checkpoint haben wir dann auch natürlich einen Stempel in unseren Reisepass bekommen. Was man da sieht. Genau. Ja, super cool. Okay, super. Und was würdet ihr sagen, war euer Höhepunkt
Ah, unser Höhepunkt. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall das Fünf-Sterne-Hotel. Wenn man so einen richtig blöden Tag hatte und müde ist und Hunger hat und dann wirklich denkt, es geht nichts mehr und einfach durch Zufall dann diese tolle Nacht im Fünf-Sterne-Hotel verbringt. Ich denke, ja. Und wo war so der Punkt, wo er euren Tiefsten hatte und gedacht hat, ja, ich habe jetzt mal gerade so einen Durchhänger? Ja, also ich sag mal, ich glaube, wir hatten sehr viel Glück auf der Reise. Es gab andere Teams, bei denen lief das nicht alles so locker aus dem Handgelenk. Gehört auch immer viel Glück dazu. Ich glaube, so unser Tiefpunkt war in Clermont-Ferrand. Die Challenge nicht geschafft, da sind wir auch ordentlich auf der Rangliste nach oben gerutscht. Wir waren vorher ziemlich weit vorne mit, haben auch gut abgeschlossen am Schluss. Darum ging es uns eigentlich nicht, aber irgendwie zieht es schon so ein bisschen runter dann. Ja, da haben wir auch nachts nicht viel geschlafen, morgens nirgends was zu futtern gekriegt. Eigentlich den ganzen Tag nichts gehabt, so ein paar Nüsse hatten wir mit. Aber habt ihr abgenommen in der Zeit? Ganz wichtige Frage. Das war ja eher nur so Fastfood, deswegen. Ja, also, okay. Weil du hast ja meistens Brot oder irgendwie so, deshalb. Ja. Wir haben genommen, was wir bekommen. Ja. Ja, und dadurch, dass wir nicht so gut weggekommen sind an dem Morgen und das Wetter auch irgendwie nicht so gut war, wir müde, waren wir vielleicht an dem Tag ein bisschen grimmig morgens. Ein bisschen. Aber es gab nie den Zeitpunkt, wo er gesagt hat, okay, wir schmeißen jetzt Handtuch. Nee, überhaupt nicht. Nee. Und sowas gehört auch dazu. Ich glaube, wenn es zu leicht gewesen wäre, dann. Also ja, die Herausforderung war ja auch irgendwie Teil des Reizes bei der ganzen Sache. Ja. Ja. Darf ich noch ganz kurz auf das Bild ansprechen? Ich finde das ja total. Könnt ihr das mal zeigen, das Bild? Wie kam das zustande? Wo habt ihr das gemacht? Das haben wir in Paris am Place du Tertre gemacht. Das war eine so eine Challenge auf der Adventure List. Da gab es Punkte für, also tausche Red Bull gegen eine Karikatur vom Team ein. Und da haben wir dann einen netten Herrn gefunden. Die Isi hat den ein bisschen bezirzt und dann hat der schwuppsdiwupps diese Karikatur hier von uns gezeichnet. Genau. Nicht schön, aber selten. Und, ja. Und was habt ihr von der Reise so mitgenommen? Habt ihr da so Lebensweisheiten oder Lebenserfahrungen gemacht, die ihr sagt, oh, das hatten wir jetzt nur, konnten wir nur in der Reise da erleben oder mitnehmen? Also ich würde sagen, dass man vielleicht Leute anspricht, die man sonst nicht ansprechen würde, Menschen kennenlernt, an denen man sonst vorbeigehen würde. Das finde ich war so mit das Wichtigste eigentlich. Und ja, habt ihr noch was? Gab vieles. Also vielleicht einfach mal sich nicht so viele Sorgen zu machen, einfach so ein bisschen nicht Verantwortung abzugeben, aber einfach ein bisschen zu vertrauen auf das, was kommt und positiv zu denken. Einfach immer drauf zu hoffen. Also würdet ihr es auf jeden Fall empfehlen, das auch mal zu machen? Auf jeden Fall. Und würde ich es auch nochmal machen? Auf jeden Fall. Ja. Immer. Keine Zeit. Ja. Jetzt haben euch vielleicht auch ein bisschen angeregt, mal was Abenteuerliches zu machen. Ne? Also ich fand das mega spannend, war ja super Geschichte und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja. Möchtest du eine Vorschau geben auf nächste Woche? Ja, nächste Woche haben wir die Frau Fitsch da vom Career Center. Das ist hier an der Uni. Das ist vielleicht vielen nicht so ganz bekannt, aber das wird auf jeden Fall auch super spannend. Die ist auch live hier zum Interview. Sie ist eine super nette Frau. Ja, die waren wir zum Interview schon da. Die war so freundlich, ja. Gut, Leute, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Wiedersehen. Tschüss.